Ja, das mit dem Doktor des Glücks, das ist so eine Sache. Also ich bin tatsächlich Doktor. Ich bin, also im Deutschland muss man das immer erst erklären, der Titel stammt nicht aus Bayreuth. Es ist ein Doktor der Medizin, das heißt, ich bin Arzt, aber wenn ihr mich als Arzt nie kennengelernt habt, kein Problem, ich war in der Psychiatrie tätig. Und mir ist damals das erste Mal aufgefallen, dass wir Menschen tatsächlich uns häufig wirklich unglücklich denken. Und das mit dem Doktor des Glücks möchte ich jetzt einmal umdrehen und möchte mal gucken, was für Psychoknoten haben manche Menschen im Kopf. Wie machen die sich selbst das Leben schwer und wie machen die anderen das Leben schwer und was kann man dagegen tun? Ich möchte auch mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und zwar ist jetzt ein paar Monate her. Es war ein Kongress, da waren sehr viele liebe, befreundete Kollegen dabei. Und während des Kongresses nahm ich einer mal beiseite und sagte, Stefan, wir müssen mal miteinander reden. Ich habe den Eindruck, du respektierst mich nicht richtig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, wenn Ihnen jemand sagt, du, ich respektierst mich nicht richtig. Also ich fühlte mich, als hätte man mir so ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf geschüttet, weil ich mochte den wirklich und ich respektierte den. Es ist allerdings so, wer mich kennt, weiß, dass im Gespräch bin ich manchmal ein bisschen zack, 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 kurz angebunden. Das kann man manchmal in den falschen Hals kriegen. Das hängt damit zusammen, dass ich immer irgendwie Dinge habe, über die ich gerade nachdenke oder gerade mache. Also meine Mutter nickt gerade hier unten. Also die Menschen in meinem näheren Umfeld, die wissen das. Das ist nicht böse gemeint. Und tatsächlich war das so im Gespräch. Der Mann sagte zu mir, pass auf Stefan, im Gespräch hier und da warst du nicht hier und da bist du irgendwie nicht auf mich eingegangen. Ich habe versucht, diesen Vorwurf zu entkräften, ihm das zu erklären. Und ich hatte den Eindruck, dass ich eigentlich ganz gut erklärt habe, warum. Und jetzt wurde es fies. Jetzt begann er mir so grundsätzlich ins Gewissen zu reden. Kennst du so Menschen, die einem so grundsätzlich ins Gewissen reden wollen? Also so die Message, Stefan, das ist nicht gut, wie du bist. Also du verhältst dich da falsch. Ja? Das ist anderen gegenüber nicht respektvoll. Und das fühlt sich nicht besonders gut an. Jetzt ist der Mann noch so anderthalb, zwei Jahrzehnte älter als ich. Also kommt mit so einem väterlichen Ding von oben herab runter. Ich begann mich innerlich unwohl zu fühlen. Es begann eine Diskussion. Im Rahmen der Diskussion habe ich den Eindruck gehabt, wir sind einander näher gekommen und dann passiert etwas total Faszinierendes. Dann lief plötzlich seine Partnerin, seine Frau, 1,5 Meter an uns vorbei, Kopf in die Luft, uns keines Blickes gewürdigt, an uns vorbei. Und was jetzt passierte, war irre. Mein lieber Kollege, souverän, welterfahren, erfolgreich, sackt binnen einer halben Sekunde in sich zusammen. Beginnt fast zu zittern, wird kreidebleich. Stammelt Stefan, ich muss weg, ich muss mich um meine Frau kümmern. Und er geht bedröppelt von dann, läuft ihr hinterher, sie vor ihm her, guckt ihn nicht an. Er, Schatz, hör mal, ich habe mit dem Stefan gesprochen, weil so und so. Und ich dachte immer nur, was für eine arme Situation. Was ist da passiert? Gehen wir mal in die Metaebene. Also jeder Mensch hat irgendwie gesehen, wir haben nicht über das Wetter geredet, das war uns beiden ernst. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, wie ihr das macht, wenn ihr jemanden seht, der gerade bei irgendeinem ernsten Thema ist, unterbrecht ihr da einfach? Geht ihr da rein und sagt, hey, hör mal, jetzt bin ich wichtig. Würde ihr nicht machen. Ne? Jeder Mensch würde sagen, Moment, Achtung, man spürt, die haben ein gewichtiges Thema. Das heißt, aus der Metaebene betrachtet hat die Dame ihr Bedürfnis, mit ihrem Mann zusammen zu sein, über unser Bedürfnis gesetzt, dass wir gerade was miteinander besprechen wollten. Also das war erstmal unhöflich. Unhöflich von ihr, unhöflich von ihm, aber auch mich jetzt so stehen zu lassen, weil wir hatten ja einen Konflikt. Der hat mich ja irgendwie beschuldigt, dass ich irgendwas Falsches gemacht habe. Und ich habe dann den beiden so eine Weile zugeschaut und ich dachte mir, Stefan, wahrscheinlich ist das ein Muster bei denen. Und vielleicht ist das, was er mit mir angesprochen hat, gar nichts, wo ich ein Problem damit habe. Vielleicht hat er über sein eigenes Muster gesprochen. Und sein Muster sieht folgendermaßen aus, seine Frau braucht nur irgendwie zu gucken und er sagt, Moment, Schatz, ich bin dir etwas schuldig, läuft ihr hinterher in vorauseilendem Gehorsam und überlegt noch nicht mal, was er da gerade tut. Und ihr ahnt, wovon ich spreche, ich rede von emotionaler Erpressung. Kennt ihr das, emotionale Erpressung? Dass die eine Person der anderen Person an den eigenen Willen aufdrückt. Aber das auf eine richtig fiese Weise tut. Also Person A sagt zu Person B, bitte kümmere dich um mich, sonst geht's mir nicht gut. Und das kannst du doch nicht wollen, oder? Kennt ihr das? Was passiert in solchen Situationen? Die Person, von der man sagt, kümmere dich um mich, die steckt jetzt in der Zwickmühle. Also erstmal, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich um andere Menschen kümmert. Das ist normal. Menschen sollten sich helfen, das ist völlig klar. Es gibt aber Leute, die immer sagen, kümmere dich um mich. Und es machen die Folgendes mit ihren Leuten um sich herum, die bringen die ständig in eine Zwickmühle. Weil natürlich jeder Mensch auf der Welt immer auch eigene Bedürfnisse hat. Und wenn dann immer irgendjemand kommt und sagt, kümmere dich, steckt er in folgender Zwickmühle. Entweder kümmert er sich
Wenn er das tut, dann ist der Konflikt für kurze Zeit ausgeräumt und alles ist erstmal okay, aber er hat ein schlechtes Gefühl, weil sein eigenes Bedürfnis ist erstmal nicht befriedigt wurde. Oder aber er kümmert sich nicht. Und dann hat er auch ein schlechtes Gefühl, er hat nämlich ein schlechtes Gewissen. Und es gibt es Beziehungen, wo Menschen genau das richtig perfektionieren. Wo die das über viele Jahre einüben, dass einer der Partner immer sozusagen das Opfer ist, sich als Opfer inszeniert und sagt, kümmere dich, ich bin so schwach, hilf mir, du musst mir. Und der andere, ja Schatz, ich helfe dir, ich mach dir, zack, zack. Das heißt, der eine lebt in Dauernot, der andere kriegt so eine Art Helfersyndrom. Und was passiert in dieser Beziehung? Was sich jetzt umdreht, Täter und Opfer drehen sich um. Jetzt ist derjenige, der sagt, hilf mir, hilf mir, hilf mir, eigentlich der Täter. Weil der dem anderen ständig sagt, was er zu tun hat. Und das ist mit das Gemeinste, was sie jemandem antun können. Und ich habe die starke Vermutung, dass der Kollege, von dem ich gesprochen habe, dass der genau in so einer Haltung drinsteckt, dass er in so einer Beziehung lebt und natürlich genau diese Beziehung auf andere Menschen überträgt. Und dann habe ich das zu spüren bekommen. Mittlerweile übrigens bin ich nicht mehr mit ihm befreundet. Also der Konflikt hat sich danach zwar geklärt gehabt, aber der kam hinterher wieder zu mir her und wollte irgendwelche Dinge, die ich ihm nicht geben konnte, habe ich ihm nicht gegeben, habe ich irgendwann gesagt, pass auf, wir lassen das mal, wir kommen miteinander nicht klar. Und was jetzt rauskommt, sind diese typischen Geschichten, diese typischen Sachen, wo Anziehung zwischen Menschen gar nicht mehr stattfinden kann. Das hat man sich jetzt kaputt gemacht. Das läuft so nach dem Motto, Schatz, liebst du mich? Ja, sagst du nur, weil ich dich das gefragt habe. Und das ist natürlich fies. Und das sind so Emotionsvampire. Kennt ihr so Emotionsvampire? So Typen, wo man das Gefühl hat, die sind wie so schwarze Löcher. Man begegnet denen, man fühlt sich hinterher schlechter als vorher. Frage. Es gibt so einen ganz einfachen Trick, vielleicht kennt ihr den. Wenn man so einem Emotionsvampir begegnet, man ist ja immer auf so einem bestimmten Energielevel. Also 1 ist niedrig, 10 ist hoch. Fragt euch mal, bevor ihr jemanden trefft, wie hoch euer Energielevel ist. Und fragt euch, nachdem ihr den Menschen getroffen habt, wie hoch der Energielevel hinterher ist. Und wenn der hinterher niedriger ist als vorher, dann kann das sein, dass es sich um so ein Emotionsvampir handelt. Kennt ihr? So Typen, die wollen immer, dass man sich um sie kümmert. So. Und man ist danach hinterher irgendwie emotional ausgesorgt. So 5 Minuten Telefonat mit Angelika, 5 Stunden schlechte Laune hinterher. Kennt ihr sowas? Also Geschichten, wo man sagt, ey, irgendwie, das, man ist da ständig im Soll. Das begegnet einem in allen möglichen Bereichen im Leben. Geschäftsbeziehungen. Da gibt es Menschen, die wollen, dass man sich ganz besonders mit ihnen beschäftigt. Da gibt es Menschen, die auf jeden Fall immer sofort eine E-Mail haben wollen, die immer sofort Reaktion haben wollen, denen man besondere Konditionen geben muss. So Typen, die durchs Leben laufen und sagen, ey, also ich bin es wert, dass du dich ganz besonders um mich kümmerst, weil ich gebe so viel in die Welt hinaus, so viel kann ich gar nicht zurückbekommen. Und wenn man denen mal was gibt, dann kriegen die nie genug. Und wenn man irgendwann mal sagt, nein, danke, heißt es bei denen, du, habe ich doch gesagt, die Welt ist schlecht. Oder so im privaten Umfeld, eine Freundin, ein Freund, jemand, der immer sagt, kümmere dich um mich. Mensch, du, ich brauche jemanden zum Sprechen, ich habe hier ein Problem, habe da ein Problem. Und wenn sie mal 2, 3 Tage nicht mit denen reden, was passiert? Dann sind die sauer, sagen, nimmst du mich nicht ernst. Oder Arbeitskollegin, gib mir Feedback, pass auf, mache ich das gut, mache ich das nicht gut, sag, machst du gut, machst du gut, machst du gut. Nach dem 3. Tag gibst du kein Feedback mehr, am 4. heißt es, bin ich schlecht. Oder so emotionale Erpressung, man besucht Oma. Oma hat wie immer 3 Kuchen gebacken. Und Oma weiß genau, du willst keine 3 Kuchen essen, aber Oma backt sie trotzdem. Und du setzt dich hin und du sagst, okay, ich esse das 1. Stück. Du weißt genau, es ist Oma wichtig, du isst noch das 2. Stück und jetzt sagst du Oma, Oma, ich schaffe das 3. Stück nicht. Was sagt Oma jetzt? Schatz, schmeckt dir nicht? Was sagen sie jetzt zu Oma? Sagst du jetzt zu Oma, Mensch du, ja klar, schmeckt staubig, ist scheiße. Würdest du nicht machen. Was würdest du machen? Du würdest natürlich sagen, nein Oma, pass mal auf, ich würde es ja gerne essen, aber ich kann es wirklich nicht mehr. So. Das tut man aber nicht. Weil wenn man das macht, was sagt Oma dann? Diesen Kuchen habe ich extra für dich gebacken. Ich weiß genau, ihr habt die gleichen Erfahrungen gemacht. So, man hat eigentlich folgende Situation. Entweder isst man das Kuchenstück, dann hat man vollen Bauch. Oder man isst das Kuchenstück nicht, dann fühlt man sich in der Bringschuld der Oma gegenüber. Das heißt, in diesem Moment erpresst einen die Oma emotional. Das scheint jetzt so ein bisschen banal daherzukommen, aber steckt was dahinter. Oma macht jetzt ein emotionales Gefälle. Oma sagt, pass auf, ich sitze hier am längeren Hebel. Weil wenn du den Kuchen nicht isst, dann habe ich dich genau da, wo ich dich haben will. Und jetzt kommt dieser Satz, ach ja, wir haben uns ja auch so lange nicht gesehen. Und was machen sie jetzt? Sie fühlen sich in der Bringschuld und sie sagen, Oma, weißt du was, ich komme bald wieder. Und dann zücken sie ihren Kalender raus und sagen, wie wäre es dann? Und Oma hat genau das erreicht, was sie haben möchten. Und ich verrate ihnen was. Es geht hier bei dem überhaupt nicht
darum, dass es Kuchen ist. Dieses Loch, was da dahinter steckt vom System her, das ist so groß, da können Sie noch so viel Kuchen fressen, das geht nicht gestopft. Weil eigentlich ist völlig klar, die Oma backt den Kuchen in dem Moment nicht extra für dich. Für wen backt die Oma den Kuchen? Für sich selbst. Die Oma backt den Kuchen für sich selbst, weil sie hat danach ein gutes Gewissen, sagt, Achtung, prima, ich habe alles Mögliche gegeben, völlig unabhängig davon, ob ihr den Kuchen mögt. Und wenn ihr den Kuchen nicht mögt, hat euch die Oma da, wo sie euch haben möchte. Schatz, ne? Kommt vorbei. Was aber Oma dabei umgeht, ist die eigentliche Frage. Die Frage lautet nämlich, warum kommst du nicht mehr so oft zu Oma? Entweder hast du keine Lust, zu Oma zu gehen, dann musst du dich fragen, warum, weil das kann mit ihr zusammenhängen. Oder aber du hast schlichtweg so viel zu tun in deinem Leben, dass du eben keine Zeit hast. Das würde aber bedeuten, dass Oma eben ihre eigenen Hoffnungen nicht auf dich setzen soll, sondern sich eben auf sich konzentrieren soll, sich ein besseres Leben schaffen soll, sich etwas suchen soll, womit sie sich beschäftigt. Und das hat wiederum was mit Veränderungsbereitschaft zu tun. Also ihr merkt, das Thema ist komplex. Wenn man es ganz besonders heftig macht, betreten wir noch die Welt der Neurosen. Was ist eine Neurose? Eine Neurose ist schlicht gesprochen das Gegenteil von emotionaler Stabilität. Also der emotional stabile Mensch, dem kann alles Mögliche im Leben passieren. Der emotional stabile, der ruht in sich. Das ist der Fels in der Brandung. Der emotional stabile, der hat einen Kompass im Kopf, der weiß, es geht in diese Richtung. Ich laufe dahin, egal was passiert, mir geht's irgendwie gut. Der Neurotiker, der ruht niemals in sich. Und zwar egal, wie stabil die Außenwelt ist. Der Neurotiker, dem passiert gar nichts Schlimmes, aber der hat innerlich so eine richtige emotionale Buckelpiste. Der hat Angst, der hat Stress, der hat Sorgen, der macht sich, der ist wütend auf irgendjemand. Das sind diese Menschen, die picken die ein kleines bisschen an und sie machen so. Und es gibt objektiv keinen Grund, warum die machen, also suchen die sich einen Grund. Die suchen jetzt irgendwo das Haar in der Suppe. Die finden irgendeinen Grund und dann sagen die, bitte hilf mir. Und ganz egal, wie sie denen helfen, die machen sich die schlechten Gefühle selbst. Sie können denen helfen, so viel sie wollen. Sie werden das Problem nicht lösen. Also haben sie sich nicht genug angestrengt. Kennen Sie das? Woher kommt das? Ist wurscht. Also man hat es lange überlegt, dass man das Problem an der Wurzel packen soll. Und woher kommt das? Kindererziehung, Neurosen seit der kleinen Kindheit. Oder ist wurscht, weil mittlerweile weiß man, das ist ein multifaktorielles Geschehen. Also das sind die Gene, das ist ein bisschen die Umgebung, mit der man aufwächst. Das ist das psychologische Rüstzeug, was man mitbekommt. Man weiß es letztlich nicht. Also schon kleine Kinder haben ja unterschiedliche Charaktere, das ist klar. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Und jetzt wird es spannend. Denn jeder Neurotiker hat ein paar Möglichkeiten, damit umzugehen. Und im Wesentlichen geht es dabei darum, dass man reflektiert. Wie schlimm ist das, was ich erlebe, wirklich? Das kann man objektivieren auf so einer Skala von 1 bis 10. 1 ist nicht schlimm, 10 ist maximal schlimm. Also wenn ein Neurotiker zu euch kommt und sagt, mir geht's ganz furchtbar schlecht, weil meine Kollegin hat nicht mit mir gesprochen, dann sagt man auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlecht geht's dir denn? Das ist eine 8. Und dann sagt man so zum Vergleich mal was richtig Schlimmes. Sagt, ach so, wie wäre es denn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Autounfall mit einem Totalschaden hättest? Das wäre eine 15, schrecklich, ja? Das total, so geht es natürlich nicht. Ja? Also dem muss man sagen, nein, so schlimm ist es nicht. Und irgendwann mal lernt der Neurotiker natürlich, dass man da ein bisschen seine eigene Skala hinterfragen soll. Problem bei Neurotikern, die haben häufig sehr neurotische Ansprüche an sich. Es gibt drei neurotische Ansprüche, das ist ganz typisch. Neurotischer Anspruch Nummer 1. Mir muss alles gelingen und zwar möglichst perfekt. Also vielleicht kennt ihr das, der typische Neurotiker sagt, die Welt muss wunderbar fluppen, ich habe überhaupt kein Problem, alles muss bestens sein, alles muss perfekt sein. Vorsicht, die Welt ist nie perfekt, wer diesen Anspruch hat an sich, der wird immer leiden, der kann gar nicht anders. Neurotischer Anspruch Nummer 2, alles was mir passiert auf der Welt muss mir leicht fallen. Das Leben muss einen roten Teppich vor mir ausrollen, alles muss irgendwie easy sein. Ist das realistisch? Nein, natürlich nicht. Wir müssen uns alle immer anstrengen. Wir müssen alle auch mal die Extrameile gehen. Es gibt irgendwelche Verwicklungen. Und neurotischer Anspruch Nummer 3, der ist genauso heftig. Alle Menschen müssen mich mögen. Alle müssen mich gern haben. Ist das realistisch? Nein, natürlich nicht. Also wenn man nicht neurotisch ist, dann ruht man in sich, es geht einem gut und es ist einem schlichtweg schied, egal ob einen jemand mag oder nicht. Und ganz besonders fies ist, wenn so eine Anerkennungssucht daraus entsteht. Das ist dann der Narzisst. Der Narzisst, der hat so eine Anerkennungssucht und inszeniert sich jetzt als was Großartiges. Das ist derjenige, der will immer der Erste sein, der will der Schönste sein, der will der Beste sein, der will ganz toll sein und der bezieht seine ganze Familie so mit ein und sein Arbeitsumfeld und alles muss ihm so zu Füßen liegen. Nicht, weil er so cool wäre, sondern weil er, wenn er das nicht machte, sich so klitzeklein fühlen würde. Einen schönen Spruch dazu habe ich mal gelesen von Wolfgang Job. Der sagte mal, der Selbstbewusste fühlt sich überlegen, der Unsichere fühlt sich wie ein Wurm, der Narzisst fühlt sich wie ein überlegener Wurm.
Jetzt, was kann man daraus lernen? Gehen wir mal den nächsten Schritt. Was ist das Problem? Sowohl bei emotionalen Erpressern als auch bei Narzissten oder bei Neurotikern generell. Die drehen sich in Gedanken ständig um sich selbst und sie verstehen eine Geschichte nicht. Jeder Mensch auf der Welt, Achtung, ist eine große Weisheit, ich weiß, die kennt ihr alle, aber man muss sich die klar machen. Jeder Mensch auf der Welt ist die mit Abstand meiste Zeit seines Lebens mit sich selbst allein und mit sich beschäftigt. Deswegen ist es im Kern unsere Aufgabe im Leben, mit uns klarzukommen. Was tun wir, was brauchen wir, wann sind wir wach, wann sind wir müde, wann müssen wir was essen, wann müssen wir dies machen, wann müssen wir jedes machen. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dass sich die Welt letztlich doch irgendwie um mich dreht, dann ist es meine persönliche Bringschuld, mich darum zu kümmern, dass es mir gut geht. Wenn das jeder Mensch macht, dann wäre es schön. Der Neurotiker, der kann das nicht. Der emotionale Erpresser, der kann das nicht. Der kriegt diesen Perspektivwechsel nicht hin. So, wie wird man jetzt glücklich? Vielleicht habt ihr jetzt drei Möglichkeiten mitgenommen aus diesem Vortrag. Möglichkeit Nummer eins, und das ist die ich euch wünsche. Möglicherweise habt ihr gesehen, okay, der Typ, der redet über so Psychologie, über so Dinge, und ich habe keine Ahnung, wovon der spricht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der meint. Wenn das so ist, finde ich das großartig, weil das heißt, dass ein gewisser Kelch bislang im Leben an euch vorbeigezogen ist. Hut ab, Spitze, vergesst alles, was ihr gehört habt. Möglichkeit Nummer zwei ist genau das Gegenteil. Möglicherweise habt ihr festgestellt, oh Gott, scheiße, der spricht über mich. Ich verrate euch was, ich spreche nicht über euch. Das gehört dann zu eurer Psychopathologie, dass ihr glaubt, ich rede über euch. Ich rede nicht über euch. Ich rede über Neurotiker. Aber wenn ihr tatsächlich an der einen oder anderen Feststelle festgestellt habt, Moment, der redet über mich, dann überlegt, was das bedeutet. Das heißt nämlich, dass ihr da nachreifen müsst. Das heißt, dass ihr wachsen müsst. Das heißt, dass ihr euch selbst an dieser Stelle weiterentwickeln müsst. Dass ihr eure Stimmungen steuert. Dass ihr für euer Glück selbst verantwortlich seid. Wie ihr die Welt wahrnehmt, was ihr daraus macht, entsteht zwischen euren Ohren. Oder aber Variante Nummer drei. Möglicherweise seid ihr nicht neurotisch, aber ihr habt festgestellt, Moment, in meiner Umgebung, da gibt es jemanden, der tickt so. Und unter dem leide ich und unter dem leiden andere. Und dafür gibt es zwei Tipps. Erster Tipp, redet mit dem und spielt nicht mehr mit. Sagt, lieber Neurotiker, lieber emotionaler Erpresser, das, was du hier gerade tust mit mir, das ist dieses Muster, du gibst mir deine Verantwortung, das ist deine Verantwortung, guck, dass du selbst was daraus machst. Und jetzt hat er zwei Möglichkeiten, entweder passt er sich an oder er passt sich nicht an. Entweder wächst er oder er wächst nicht. Wenn er es nicht macht, dann hat er keine Chance, sich weiterzuentwickeln, weiterzulernen. Wenn er es macht, super, prima. Oder aber Variante Nummer zwei, er wächst nicht und dann rate ich zu einem sehr, sehr heftigen Schritt. Schmeißt alle emotionalen Erpresser und alle Neurotiker aus eurem Leben. Soweit es geht, emotionale Erpresser raus. Und das kann sein, dass es Arbeitskollegen trifft, das kann sein, dass es ehemalige Freunde trifft, das kann vielleicht auch sein, dass es ein Familienangehöriger ist. Und ich weiß, das ist vielleicht nicht besonders nett, was ich gerade sage, aber ich sage euch, es wirkt, es ist wunderschön, man fühlt sich hinterher besser. Mein lieber Freund und Kollege Christian Galvez hat dazu mal einen sehr schönen Satz gesagt, er sagt, es gibt Menschen, die erhellen einen Raum, wenn sie ihn betreten, andere, wenn sie ihn verlassen. In diesem Sinne, Dankeschön und schmeißt die Neurotiker raus.